voll, voll, in die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Lass ganz laufen, du kannst ja nachher... Du lässt laufen. Also, nein. Ist ja dein Auto, aber... Ja, wir haben schon fröhlich angefangen, wie ihr seht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres furzfeuchtfröhlichen Medien- und Presse-Podcast. Voll in die Presse. Und der Prollo, der hat schon wieder das aus dem Netz ausgegraben, worüber wir uns hier gerade köstlich amüsiert haben. Hau doch mal rein, hau doch mal hier ins Mikro. Just like you. So, jetzt musst du uns auch erklären, was das war. Das war der ehemalige Bürgermeister New Yorks, Rudy Giuliani, der in der letzten Zeit ja vermehrt durch geistige Ergüsse auffällt und der hier ordentlich einen fahren lässt, während er hier irgendwie in Michigan eine Stellungnahme abgibt. Und ich habe die Diskussion verfolgt hier auf Twitter. Ich benutze ja kein Twitter, aber manchmal klicke ich da doch drauf. Ist es ein Fake? Ist der Furz nur eingespielt? Aber die Dame neben ihm, ich glaube, das ist seine juristische Dingenskirchen, die guckt eindeutig. Also das muss echt sein. Und das Witzige ist, ich habe euch letztes Mal was verheimlicht, weil ich wollte ja eigentlich noch einen schönen Furzartikel mitbringen. Genau. Den wollt ihr ja nicht haben. Haben wir dir verwehrt. Ja? Genau. Und es ist tatsächlich so, dass sich das gute alte Covid auch durch Furzen übertragen lässt. Der Durchschnittsfurzer hat natürlich immer eine Maske. Furzmaske an, nicht wahr? Aber nichtsdestotrotz. Also ist das Risiko das ist ein auf dem FKK-Strand besonders hoch. So, das Witzige ist, der Typ hatte, wird in der Zeit, wo er das ja besonders hat, schon Corona gehabt haben. Auf jeden Fall hat er es ja dann gehabt. Und die Dame neben ihm hat es auch bekommen. Also, ja. Wer weiß. Da kann man sich doch eins und eins zusammenreimen. Richtig, ja. Und mit dieser schönen Einleitung, die uns hier gerade schon vor der Sendung in eine rege Diskussion hat einsteigen lassen, begrüße ich auch unsere Hörer hier im Podcast und stelle natürlich nochmal kurz unsere interessante Runde vor. Prollo Ferrari im linken Auto, Sammer im rechten Auto und bei mir im Bus mit gehörigem Abstand unser neuer Star, Beef Rogers. Hallo. Was? So. Hallöchen. Gepupst wird heute nicht und auch nicht gerülpst, aber getrunken und gequatscht. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug des Vorgeplänkels. Keine weiteren Pupsgeschichten mehr. Also ich habe keine, ich weiß nicht. Ich habe noch eine, dann würde das jetzt passen. Also ich besitze ein Flatulenzarchiv, habe es jetzt aber leider nicht dabei. Hat nicht ins Auto gepasst. Ich habe heute nur pupstrockene Themen. Okay, ja. Dann würde ich sagen, bei trockenen Themen schon direkt was trinken oder ja. Wie sieht das aus? Auf jeden Fall. Also ich habe mich ja das letzte Mal beschwert, dass die Natur mit den niedrigen Temperaturen mir und meinem Getränk einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil es war echt schweinekalt, 2 Grad und da so ein kaltes Bier möchtest du nicht trinken. Aber heute hier ist ja Biertemperatur draußen. Das Bier war wie immer im Auto, 7 Grad haben wir. Und ich würde hier jetzt... eine Runde Kredenzen und zwar helles Püllekes, wenn ihr... Ich dachte, wir sind durch mit den Pups-Themen. Ja, pass mal auf. Ich öffne mal hier einfach eins nach dem anderen und reiche euch die durch. Das hört sich durch. Eine Dose an. Nee, nix Dose. Nee. Schönes Fläschchen. Oh, großartig. Vielleicht kann ja einer, der die Flasche jetzt bekommt, mal ein bisschen... Das, die ist aber schön, die ist schön klein. Auch eine 0,3er Flasche. Ja, aber Old Style. Aber Old Style, wie der Sommer das mag. Wir reichen hier natürlich von Bus zu Bus. Ja, aus Corona-Gründen halten wir den Gebührenabstand. Das ist wirklich eine schöne Flasche. Das ist doch der Till-Eulenspiegel da in der Mitte, oder? Ja. So eine Maurerkanne von früher, nur in klein. Genau, eine Maurerkanne. Das mag ich. Pülliken, helles, von Veltins. Offensichtlich. Also, habe ich, glaube ich, schon mal hier in der Runde gefragt. Helles scheint ja tierisch beliebt zu sein. Also, zumindest kommt einem das jetzt ständig unter. Jetzt ist selbst Veltins, was ja mehr so Ruhrpott ist, wo man jetzt nicht vermuten würde, dass da Helles speziell gemacht wird, gebraut wird, kommt jetzt mit so einem Hellen um die Ecke. Aber was machen die zwei Typen da auf dem Etikett mit dem Till-Eulenspiegel oder wer da sein soll? Tragen den in einem Fass durch die Gegend? Und saufen. Wird der jetzt hier irgendwie gequält? Das ist ja dann nicht lustig. Also. Nein, der
der pupst halt die ganze Zeit und das ist die Maske, die der da anhat. Und die trinken dabei ein schönes Bier. Der eine trägt vor allem einhändig, der Dicke. Das ist besonders respektabel. Ja, weil er in der anderen Hand ein Bier hat, oder? Ja. Ja, wenn er es kann. Ja, also Leute, wir können jetzt leider nicht anstoßen, aber trotzdem, ich poste euch mal zu. Ja, wir prosten mal für den Sound. Ja. Prost, ah, Prost. Schön. So, jetzt bin ich gespannt. Also die Flasche gefällt mir und ich glaube, Helles ist deswegen so beliebt, weil das so süffig ist, ne? Kann doch sein. Lecker. Lego. Auf jeden Fall. Ja, hier steht auch, das helle Pülliken ist ein mildes und süffiges Hellbier mit besonderem Charakter. Und jetzt für den Prollo die angenehme Spritzigkeit, das feine Aroma und die dezente Hopfennote machen das helle Pülliken zu einem besonderen Geschmackserlebnis. Hervorragend. Ich wittere eine Unterstellung. Komm, Jungs, wir steigen ein, würde ich sagen. Sonst werden wir echt hier, also irgendwie sind, kommt einmal die Sonne raus, nachmittags um 3 und man wird direkt so, man kriegt direkt so Frühlingsgefühle hier. Also, wenn jetzt noch eine Frau mit einem Elefanten und ein Bier in der Hand um die Ecke kommt, dann. Dann bist du hier weg. Ich habe mir gedacht, nach den letzten Malen, ihr macht ja dauernd nur Artikel über Klopapier und Kühe und Kuhurin und solche unseriösen Sachen. Ich wollte das Niveau dann doch mal ein bisschen heben. Das Kuhurin warst du doch. Wie kommst du darauf? Mit dem Pipi-Teppich da. Ich wollte das Niveau mal ein bisschen heben und hier ein bisschen Ernsthaftigkeit auch mal in unseren Podcast reinbringen. Der Prollo macht ja immer so ein bisschen den Verbraucherschutz. Ich mache jetzt mal ein bisschen hier, machen wir ein bisschen Rechtskunde. Wie wäre das? Jetzt hier aufgepasst. Das Verfassungsgericht hat nämlich zwei Beschlüsse erlassen und zwei völlig verschiedene Fälle. Den einen hat halt der Kläger verloren gehabt und er hat dann das Urteil entgegengenommen vom Richter. Und der Richter habe ihm das Urteil mit einem dämlichen Grinsen verkündet, sagt er. So, das hat er dann dem Richter auch noch geschrieben. Und zwar nicht, wie es heutzutage so üblich ist, über die sozialen Netzwerke, sondern über einen Brief. Der Richter hat das nicht auf sich sitzen lassen. Es gab eine Geldstrafe wegen Beleidigung. So, zweiter Fall. War eine Geschichte, da hat jemand bei der Einreise am Flughafen gewartet und gewartet für Nicht-EU-Bürger in der Schlange und ich weiß nicht, ob er gerade dran war und es immer noch dauerte, jedenfalls lief er irgendwann rot an, verlangte Namen und Dienstnummer des Beamten und fragte ihn, also den Beamten, ob er überhaupt der deutschen Sprache mächtig sei und einen einfachen Sachverhalt erfassen könne. So, auch dafür gab es eine Strafe. Und jetzt sind die zwei Strafen, die sind jetzt vom Verfassungsgericht gelandet. Also sprich der eine, der wegen Beleidigung eine Strafe zahlen sollte, weil er dem Richter ein dämliches Grinsen unterstellt hat, der ist bis vors Verfassungsgericht gezogen gegen diese Strafe wegen Beleidigung. Und der andere, der da in der Schlange irgendwann ungeduldig wurde und den, weiß nicht, wie nennt man die, Zollbeamten oder was, beleidigt, vermeintlich beleidigt hat. Jetzt sagt nichts Falsches. Genau, ich sage ja nichts Falsches. Er hat gesagt, wie gesagt, ob er überhaupt der deutschen Sprache mächtig sein und einfache Sachverhalte erfassen könnte. Also die beiden Sachen sind dann in Karlsruhe gelandet. Ja, so wichtige Sachen landen in Karlsruhe. Und jetzt ist die Frage, ich frage euch jetzt, haben die Bestand, die Strafen gegen diese zwei Sünder, oder hat das Verfassungsgericht die Strafen aufgehoben? Ihr seid doch. Also es geht wahrscheinlich um die Frage, ob das Beamtenbeleidigung ist und dementsprechend zu Recht eine Geldstrafe oder was auch immer fällig war. Wurden denn für das dämliche Grinsen Beweise eingeholt? Also ich glaube nicht, dass da fotografiert wurde im Gerichtssaal, aber das ist jetzt auch für diesen Fall jedenfalls in diesem Artikel nicht relevant. Ist übrigens Süddeutsche Zeitung vom 30. November, also was ganz Neues. Also ich würde vermuten spontan, aber Bifi, du bist ja hier unser Rechtsexperte. Absolut.
Du guckst gerade so wissen. Aber ich würde vermuten, die haben es aufgehoben. Einfach, weil ich mir das wünschen würde, dass so kleinlich nicht sozusagen entschieden wird bei so einem Thema. Prollo, was sagst du? Das dämliche Grinsen aufgehoben, das andere nicht, würde ich tippen. Aber der Beefy, der grinst die ganze Zeit so dämlich. Sag doch mal was. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber wenn du das sagst. So, Anzeige ist raus. Nee, ich kann es auch nicht einschätzen. Ich hoffe mal, dass das Gericht das aufgehoben hat und gesagt, hier Leute, mit so einem Killefitz. Aber einschätzen kann ich es tatsächlich seriös nicht. Ja, ich reiche jetzt nochmal gerade nach. Das waren immerhin für den einen 2.400 € Strafe und für den anderen 750 €. Da kann man sich schon mal drüber ärgern, wenn man der Meinung ist, dass man nichts Unrechts getan hat. Ja. So, und gewonnen hat, Ben Cartwright hat gewonnen. Es ist beide Male aufgehoben worden vom Bundesverfassungsgericht. Beide Fälle sind sozusagen nicht strafbewehrt gewesen. Und das Interessante an der Geschichte ist die Begründung. Deshalb bringe ich es hier auch ein. Ich finde das ganz lehrreich. Und wie gesagt, wir machen ja hier Verbraucherschutz, nicht nur Pups trocknen. Humor. Humorfreien, heißen Scheiß, sondern eben hier auch ganz wichtige Rechtsthemen. Und die Begründung ist folgende. Den Betroffenen sei es im Kern um eine, wenn auch etwas überzogene Kritik an staatlichen Entscheidungen gegangen. Also, ne, der hat jetzt nicht gesagt, du hast ein Gesicht wie eine Streitaxt zum Richter. Ne, das wäre sicherlich eine Beleidigung gewesen. Das hat nichts mit dem Fall zu tun, aber hier geht es ja um die sozusagen um die Ausübung einer staatlichen Macht, nämlich der Richter verkündet das Urteil. Und das ist insofern wichtig, weil hier der Richter auch nochmal, und da zitiere ich ihn gleich, gesagt hat, der Schutz der Meinungsfreiheit, also dass der Schutz der Meinungsfreiheit gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist und darin seine Bedeutung findet. Und Teil dieser Freiheit ist, dass Bürger von ihnen als verantwortlich angesehenen Amtsträger in anklagender und personalisierter Weise deren Machtausübung angreifen können. So, es geht, ich will das jetzt nochmal, das war jetzt vielleicht ein bisschen ne, Juristendeutsch. Es geht jedenfalls darum, dass, und das ist jetzt etwas zu merken, ne, Prollo, auch für dich, die Grundrechte, die ja dahinter stehen, Meinungsfreiheit, Grundrecht, wissen wir, sind Abwehrrechte gegen den Staat. So, das heißt, die sind jetzt nicht so sehr dafür da, dass wenn der Ben Cartwright den Beef Rogers jetzt gleich mal wieder übel beleidigt, während ich hier vortrage, dann irgendwie, dass der Beef Rogers damit nach Karlsruhe zieht, sondern die sind dafür da, dass wir uns gegen den Staat wehren können. So, und der Staat muss sich halt auch schon mal was gefallen lassen, wenn er in seiner Machtausübung irgendwie... Kennst du denn nicht dieses berühmte Sprichwort von mir, « L'étoile, c'est moi »? Da muss sich doch der Beef Rogers gegen mich wehren. Der Staat bist du, genau. Das finde ich einfach auch eine ganz interessante Geschichte, um auch nochmal den Bogen zu ziehen zur aktuellen Corona-Situation. Wir erleben doch tagtäglich, dass insbesondere diejenigen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen stemmen, ob das jetzt Corona-Leugner sind oder also irgendwie Aluhüte oder vielleicht einfach nur Leute, die nicht ganz so krass unterwegs sind, aber auch dagegen sind. Es ist doch eine Wahnsinnsdiskussion im Gange über das Thema Meinungsfreiheit. Und wenn jemand in eine Diskussion gerät, was weiß ich, in sozialen Medien oder so, da wird dauernd gesagt, hier, das ist halt meine Meinungsfreiheit. Aber in erster Linie geht es bei Meinungsfreiheit um ein Abwehrrecht gegen den Staat. Ja? Also dieses ständige Berufen auf die Meinungsfreiheit, wenn ich im Privaten mich streite mit irgendjemandem, das ist eigentlich ziemlich daneben, weil es geht eigentlich
bei den Grundrechten, die ja jetzt immer wieder herangezogen werden, um ein Abwehrrecht gegen den Staat. Also wenn jetzt die Demonstration untersagt wird, klar, dann ist der Begriff der Grundrechtsverletzung gerechtfertigt, aber im privaten Streit eigentlich nicht. Und das ist vielleicht etwas, was man hier im Bus mal sagen muss, in dem Zusammenhang hier mit dem Karlsruher Fall. Okay, das haben wir hiermit getan. Also ich finde, das hast du jetzt so sozusagen so ausfüllend vorgetragen, dass ich jetzt persönlich da jetzt gar keine Kommentare so habe. Ich fühle mich beruhigt, dass so Killefitz, wie der Beef sagte, nicht strafwürdig ist. Ich denke, die Botschaft ist auch rübergekommen. Ja, der Staat muss sich was gefallen lassen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das eben der Staat und nicht, ne, wenn wir uns über Corona streiten. Ich hätte, ja, ich hätte was, was daran ein bisschen passt und anschließt. Vielleicht, da geht es auch ein bisschen in der Verquickung, was Ben eben sagte, dass er der Staat sei quasi, also oder wir alle der Staat. Es geht in dem Fall um Facebook, beziehungsweise nicht um Facebook selbst, sondern um das jetzt neue Oversight Board. Das ist ein Gremium von 30 Fachleuten, also das sind Juristen, Menschenrechtsaktivisten etc., die Entscheidungen, die strittigen Entscheidungen dieser Content-Moderatoren quasi nochmal überprüfen. Das heißt, diese Content-Moderatoren, ich weiß nicht, ob es jedem ein Begriff ist, das sind die, also das sind schon die armen Schweine, die den ganzen Krempel in Facebook bewerten müssen und die nach so einer Art, ich sag's mal ein bisschen versimpelt, eine Liste abarbeiten, ob da irgendwie Nacktheit oder sonstige Dinge dargestellt werden und das dann versuchen, also das dann aus dem Netz zu nehmen etc. Und dann gibt's auch immer wieder strittige Entscheidungen, die dann von diesem Oversight Board quasi überprüft werden. Und da fand ich es ganz spannend, das ist auch der Artikel, also da geht es jetzt um verschiedene Beispiele, die nannten. Da ist zum Beispiel eine Collage von Fotos auf einer zu Facebook gehörenden Fotoplattform namens Instagram. Die sind gelöscht worden, weil 5 der Fotos deutlich erkennbare und nicht abgedeckte weibliche Brustwarzen zeigten. Da gab es dann einen Widerspruch von demjenigen, der das reingestellt hat, weil einerseits würde es zwar gegen die Richtlinie zur Nacktdarstellung und so weiter und so weiter, aber in dem Fall ging es einfach im Rahmen einer Informationskampagne zu Brustkrebs und einige der Fotos zeigten eben Symptome der Erkrankung. Also da war das Board gefordert und hat da sich wohl auch dran abgearbeitet, beziehungsweise ist noch dabei zu prüfen, inwieweit man sowas angehen kann. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen die Krux des Ganzen. In einer anderen Richtung geht zum Beispiel ein Beispiel, was hier auch genannt wurde noch, ist dass jemand also im Prinzip Zitate von Goebbels untergebracht hat und damit aber eigentlich gar nicht das in dem Sinne toll als toll oder gut oder richtig darstellen wollte, sondern da einen Vergleich zur Rhetorik von Donald Trump gezogen hat und das quasi verglichen hat, also welche Mittel, rhetorischen Mittel da quasi von beiden angewandt werden. Auch das ist so ein strittiger Punkt und da gibt es da noch mehr, ich erspare euch jetzt und allen Hörern da noch weiter ins Detail zu gehen, wer will, kann es ja dann nachlesen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es das Board wird tatsächlich auch von Facebook bezahlt. Das heißt, die sind schon auch Angestellte des Konzerns, werden zwar über einen Treuhandfonds bezahlt, aber der zu Facebook gehört. Also insofern keine direkte, aber so eine sehr enge Verknüpfung. Und das ist so ein bisschen die Krux dabei, da habe ich nämlich dann auch gestutzt. Es wird noch ein Beispiel genannt von Stephen Bannon. Das ist ja der sehr moderate amerikanische, wie soll ich es jetzt sagen? Das ist so ein Linker. Ja, so ein Radikal-Linker, ja. Der ja hin und wieder auch mal einen raushaut und der hat unter anderem in einem, ist auch ein ehemaliger Trump-Berater, da taucht der Name schon das zweite Mal auf, in einem Facebook-Live-Video dazu aufgefordert, den FBI-Direktor Christopher Wray und den prominenten US-Immunologen Anthony Fauci, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zu köpfen. Und das finde ich jetzt ganz erstaunlich, ist, obwohl das ja gegen diese Facebook-Richtlinie Hassrede etc. verfügt, das wurde nicht zu diesem Oversight Board, weil, und da wird es jetzt spannend, Facebook-Chef Mark Zuckerberg gesagt hat, das ist dieser Äußerung hat oder dieses Live-Video hat die Linie nicht übertreten und
deswegen ist es auch gar nicht erst ausgesiebt worden. Das heißt, das darf dann weiter geliefert werden. Und da frage ich mich so ein bisschen, ob mit sowas dann nicht auch so ein Oversight-Board, was erstmal per se richtig ist, und auch diese ganzen Content-Manager, von denen gibt es immerhin 20.000, ob da nicht das Ganze von in Anführungsstrichen dem Chef persönlich ad absurdum geführt wird. Und da wäre mal die Frage, ich weiß, ob Juristen anwesend sind, aber für den Fall das. Nein. Also das finde ich jetzt eigentlich ein bisschen bitter. Irgendwie. Ja, du kannst halt auch nicht das halbe Netzwerk runtersperren. Ja? Also du kannst ja nicht hier, wenn du einmal anfängst, in der Scheiße zu stochern, dann kommt es halt auch hoch. Also wenn du so eine Institution einrichtest, und ich finde es schon notwendig, wieso ist die Linie dann nicht überschritten, wenn ich auffordere, jemanden zu köpfen? Ist das dann, ich weiß nicht, ob das weiter aus... War das denn eine Aufforderung oder war das wieder so diese gängige Floskel, ich würde mich nicht wundern, wenn... Nee, er hat in einem Facebook-Live-Video, da ich zitiere jetzt, lese einfach vor, dazu aufgefordert, den FBI-Direktor und so weiter und so fort zu köpfen. Ja, und das finde ich gefährlich, weil selbst wenn man dann, die Ausreden sind ja dann gerne, ne, Donald Trump selber hat das ja, das jetzt genau nicht gesagt, aber war ja auch schon mal unter Rechtfertigungszwang, dann heißt es, das war Sarkasmus oder Ironie oder sonst irgendwas, das wird dann immer gern gesagt, nur ob die ganzen Idioten, die das hören, diese Ironie, wenn es überhaupt welche gewesen sein soll oder den Sarkasmus, ob die den überhaupt raushören, ja, das wage ich zu bezweifeln, ist ja schön, wenn man dann tatsächlich mal so einen Fall hat, dass jemand, was weiß ich, vielleicht wird er nicht gleich geköpft, aber erschossen, auch nicht gut. Und dann sagst du, ja, ich hab's ja nicht so gemeint. Also ich finde schon, das Netz, finde ich, ist ein sehr kritischer, also ich sehe es als einen kritischen Raum an, was so Hetze und Hass, Hate Speech und so angeht. Und ich finde schon, dass man da was machen muss. Also ich finde halt in diesem Zusammenhang halt einfach doppelt bitter, dass da einzelne Sachen rausgezogen werden. Also wenn ich jetzt sage, ich lasse jetzt hier sowas laufen und ich setze da ein, also wirklich 20.000 Leute ist ja nur auch kein Publisher, das sind wirklich viele Menschen, die da arbeiten, und setze dann noch so ein Expertengremium an mit Fachleuten, die zu den Themen was sagen können, die strittigen Fälle bearbeiten, und dann sage ich als Chef, aber eher, nö, aber sowas ziehen wir dann raus, das ist irgendwie nichts. Ich weiß nicht, also das finde ich eher so die bittere Note dabei. Also dann wird so der ganze Prozess doch offensichtlich ad absurdum geführt, und man spielt dann eben auch so einem Bannen oder sonstigen irgendwelchen Scharfmachern und Wirrköpfen da noch in die Hände. Und das ist halt das, wo ich eigentlich denke, genau das soll ja eigentlich durch die Überprüfungen von den Inhalten und gegebenenfalls auch deren Löschung, genau das soll ja eigentlich verhindert werden, dass so jeder Wirkhoff jeden wirklich völligen Unsinn da von sich geben kann. Und das ist ja die bitterste Note. Das Schwierige ist halt, der Wirkhoff muss ja als solcher identifiziert werden. Ja, und wer hat die Identität zwischen total Bekloppten und normal Bekloppten zu unterscheiden? Ja, und im Übrigen kleine Werbeeinblendung zu den 20.000 Moderatoren. Da kann ich, glaube ich, ist so eine irgendwie so eine Art ZDF oder sowas Doku The Cleaners empfehlen, Stündchen mal. Ja. Da wirst du auch gaga, ja, wenn du nur von solchen Dingen den ganzen Tag umgeben bist. Ja, ich würde aber trotzdem nochmal gerade auch, Beef, du hast schon recht, hat ein bisschen was auch zu tun, zumindest thematisch mit dem Beitrag, den ich hatte. Es ist ja noch nicht mal Meinungsfreiheit. Man kann ja noch nicht mal sagen, es ist halt seine Meinung, dass der geköpft werden sollte. Ja? Das ist ja Quatsch. Also es geht ja nicht um einen Inhalt, um einen streitigen, sondern das ist letztlich, also mindestens, wenn es nicht eine tatsächliche Aufforderung ist, ihn zu köpfen, zumindest eine Sache, die jemanden, so eine Art Beleidigung, ne, die jemanden herabwürdigt. Und insofern, wo sind die Rechte von Ben verletzt, wenn ich so einen Passus rausnehme? Also das ich kann es nicht nachvollziehen. Also vor allem, wenn ich mal da einhaken darf, also für mich sind da zwei Punkte dabei. Zum einen, das ist ja wohl Hate Speech in Reinform. Also das wäre für mich die Definition oder das Musterbeispiel von Hate Speech. Und zum anderen, und da sind wir wieder bei deinem Rechtsthema, das ist ja mal ein ganz krasser Aufruf zum Begehen von Straftaten. Also egal wie ernsthaft das dann hinterher gemeint sein möchte.
Aber wenn ich jetzt irgendwie dazu aufrufe, die Merkel zu köpfen oder wen auch immer hier unsere Virologen zu köpfen, das kann ich ja nicht als sozusagen Meinungsäußerung sagen. Ich kann sagen, die haben eine hässliche Fresse. Das ist eine Meinungsäußerung. Aber wenn ich sage, die muss man köpfen, ist das für mich ein Aufruf zum Begehen von Straftaten. Ja, und das ist ja richtig. Nun mal Da fängt die Diskussion strafbar. Ja schon an. Ja, dieses, also ab wann ist es denn strafbar, wenn du sagst, also aufforderst oder wenn du sagst, ich würde mich nicht wundern, wenn die einer irgendwie nachts besucht. Ja, das ist ja, da fängt es ja schon an. Ja, das ist ja implizit auch schon eine Aufforderung. Und das Ganze lebt ja auch davon, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass sich immer ein ausreichend Bekloppter findet, der es dann tut. Ja, das ist ja jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, dass der Aufruf, du kannst dich ja generell drauf rufen, ja, das macht doch keiner, ja, nee, da muss ja jeder für sich entscheiden, ob er einen umbringt, ja. Aber so, wenn man implizit damit rechnen kann, dass sich bei den Verrückten, gerade bei solcher Leute Follower, sicherlich einer findet, ja. Ich meine, das haben wir jetzt vor nicht allzu langer Zeit bitter erfahren müssen, dass genau sowas ja funktioniert. Ich erinnere an den vor, lasst mich lügen, 6 Wochen, 8 Wochen erstochenen Lehrer in Frankreich, der da im Unterricht Mohammed Karikaturen und nichts anderes ist das. Also der hat ja damit im Prinzip das Thema Karikatur und Religionsfreiheit etc. Erläutern wollen. Und der ist ja der Attentäter, der ihn dann erstochen hat, der ist ja letzten Endes auch auf den Lehrer aufmerksam geworden, weil Eltern von Kindern in der Klasse eben genau da Hetze betrieben haben im Internet. Ja. Also das ist eine unfassbar bittere Geschichte. Und das zeigt, also das ist für mich so ein bisschen wirklich der Punkt zu sagen, also wenn man solche Expertengremien und alles dann einsetzt, dann muss man sie auch wirklich völlig unabhängig laufen lassen. Das fängt bei der Finanzierung an. Also dass die jetzt über Facebook finanziert werden, finde ich schon kritisch. Aber dass eben dann der Facebook-Chef selbst dann irgendwie sagt, ja, das machen wir aber raus und das wird nicht untersucht, das finde ich geht genau gar nicht. Das hat nichts mit rechtlich sauberem Herangehen an sowas zu tun. Davon wirst du, wie gesagt, man wird die Wirrköpfe natürlich nicht los und sie finden natürlich immer wieder Plattformen, um ihren Irrsinn da loszuwerden. Aber genau da kann man halt sich nicht dann zum Unterstützer indirekt machen, indem man solche Sachen da rauszieht. Das geht gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, die Stimmung ist ja jetzt auch hinreichend im Arsch. Das tut mir sehr leid, aber... Nein, das finde ich einen total wichtigen Beitrag. Ganz ehrlich, wir sind ja auch Teil... irgendwie des Internets, wenn man es ganz genau nehmen will. Ja, wir mit unserem Podcast hier. Und es hat mich, also mich persönlich hat es schon immer gestört, dass das Internet, was sich jetzt im Laufe der Zeit immer mehr auch durchaus ändert, aber mehr oder weniger ein rechtsfreier Raum ist. Wieso sind Sachen, die außerhalb des Internets stattfinden, teilweise strafbar oder moralisch nicht okay und werden auch irgendwie sanktioniert? Aber im Internet soll immer irgendwie alles möglich sein und zulässig. Also ja. Finde ich einen wichtigen Punkt. Ja, ich finde vor allem, also das eine ist das Thema der Verantwortung, auch der rechtlichen Verantwortung, aber inhaltlich finde ich, hat Donald Trump es uns bewiesen, dass durch soziale Medien, die Internet und so weiter und so fort eigentlich jeder eine Stimme bekommt und du kannst eben alternative Kanäle aufmachen übers Internet. Also du brauchst nicht mehr. Man kann ja über staatliche Medien oder überhaupt über die Mainstream-Medien sagen, was man will. Auch da gibt es solche und solche, aber da gibt es auch zumindest noch ein größeres Maß an Kontrolle, an inhaltlicher Kontrolle als im Internet. Und dort findet eben mehr oder weniger jeder Gehör und dementsprechend auch jeder entsprechende Anstöße für Taten, auch solche Taten, die... dann zum Mord oder sowas führt. Und das, also da muss ich sagen, da muss ich schon lange drüber nachdenken, dass eigentlich, ich bin ja auch schon lange selber so im Web unterwegs mit irgendwelchen Sachen, die man da von sich gibt. Und da überlegt man immer zweimal, was man da vielleicht so rausäußert, auch wenn das dann nur 7,5 Leute anklicken hinterher. Ja, das will ich ja gar nicht, will ja gar nicht die eigene Meinung da überhöhen, aber man hat vielleicht so eine Verantwortung, aber je jünger oder je länger das soziale Medium besteht und die Nutzer, die damit aufwachsen, die hauen da ja einfach alles raus. Und ich sehe das teilweise schon bei meinen Kindern, was sie da über Twitter oder sowas raussondern
untereinander, aber das ist ja immer öffentlich geäußert. Das ist ja nicht, ob du jetzt deinem Kumpel in einem persönlichen Gespräch sagst, du bist ein Arschloch, oder ob ich das irgendwo online mache, wo es theoretisch jeder, der dir folgt, auch wenn das nicht viele Leute sind, mitbekommt, hat halt gleich eine ganz andere Verbreitung, nämlich weltweit. Du kannst jeden auf der ganzen Welt erreichen. Da muss nur der eine Spinner dabei sein, bei dem dann irgendwas klickt in dem Moment. Und dann hast du vielleicht auch bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, irgendwas ausgelöst. Ja, und selbst wenn es nur ist, dass dann andere Leute den auch kritisch sehen, ja. Und es muss ja noch nicht mal immer was, ein Mord oder so passieren. Aber ich wollte dann jetzt den Prollo auch nochmal fragen. Prollo, du hast ja das World Wide Web bei dir im Keller stehen. Hast du schon mal überlegt, daraus die Konsequenzen zu ziehen und das vielleicht abzuschalten? Ich habe versucht, das auf eBay zu verkaufen, aber das wollte keiner. So. An Selbstabholer. Ja, das meinte ich eben mit im Arsch, weil das drückt halt auf die Stimmung, ja, weil du halt immer so einen Bodensatz an Typen hast, die dir im Prinzip auch durchaus auflauern können, ja, und jede noch so nette Konversation wird im Zweifel mal von so einem Troll kaputt gemacht und dann hast du die an der Backe. Also das ist irgendwie wie so ein Park, ja, die Leute sagen, ja, der, weiß ich nicht, die Landschaftsgestaltung, das ist doch alles scheiße, die haben doch keine Ahnung und am Ende ist das Ding vermüllt, ja, also wo ist die Grenze zwischen, ich sag mal, zwischen Dingen, die halt noch zur freien Meinungsäußerung gehören, die auch wichtig sind, und wo fängt es dann an zuzumüllen, ja, und das ist ja sicherlich, hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass man eben erstens mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man sonst, ich sag mal, in der Nicht-Online-Öffentlichkeit nicht in Kontakt käme. Ja, das kann ja durchaus auch positiv sein, dass man mal irgendwie gegensätzliche Meinungen auch kennenlernt. Aber umgekehrt, das ist wie wenn du in der Innenstadt rumläufst und hinter jeder Ecke lauert so ein Typ, ja, oder mehrere oder eine ganze Horde. Und am Ende ist einer von denen auch noch Präsident oder so. Ja, das ist ja wie so Zauberlehrling. Ja, je mehr über den Typen geredet wurde damals, desto wichtiger und penetranter und chancenreicher wurde der. Und plötzlich hat er denen das Bad geflutet. Ja, und da sitzen sie jetzt in ihrer eigenen Scheiße. Und man weiß nicht so recht, ja. Und da hilft es, glaube ich, auch nicht viel, irgendwie so ein Social Network aufzuräumen. Das Problem ist wahrscheinlich deutlich tiefer. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass durchaus hier und da mal mehr aufgeräumt werden könnte. Ja, also die Regularien sind halt der Knackpunkt. Ja, wir wollen ja hier nicht sitzen wie in China, wo erstmal alles weggebügelt wird, was gerade nicht passt. Ja, aber Meinungsfreiheit wird ja auch gerne so ein bisschen vorausgesetzt, dass ich mit meiner Meinung auch unwidersprochen bleibe. Ja, das ist ja nicht der Punkt. Also wer Scheiße erzählt, muss eben sich da auch mal Kontra geben lassen. Das nennt man dann Meinungsfreiheit. Sich möglicherweise mal einen Faktencheck stellen, ja. Mhm. Genau. Sag mal, habt ihr eigentlich schon alle einen Weihnachtsbaum? Ich meine ja nur wegen Lockout und so. Lockdown, ja. Nicht Lockout. Also ich habe tatsächlich heute Morgen einen geholt. Also da bin ich jetzt. Wir haben letztes Wochenende einen im Topf geholt, so einen ganz kleinen. Den müssen wir jetzt 20 Jahre hochpöppeln. Weil die Großen waren alle schon weg. Das heißt 19 Jahre kein Weihnachten. Das ist ja richtig nachhaltig, finde ich gut. Ja. Nee, ich frage nur deswegen, weil ihr müsst mal auch nachgucken. Wir hatten ja letztes Jahr schon zur Weihnachtszeit hier im Podcast festgestellt, dass irgendwo in den USA oder Kanada bei einer Familie plötzlich eine Eule im Weihnachtsbaum saß. Der frisch geschlagene Baum ist samt Eule im Wohnzimmer gelandet. Das hat sich dann tatsächlich dieses Jahr auch schon wiederholt. Ist jetzt deswegen eigentlich zu langweilig, um es nochmal hier in den Bus zu bringen. Ja, dann lass das doch. Aber ich lasse es auch, genau, Ben Cartwright. Aber ich muss doch den Zoo noch erweitern, denn jetzt ist das Gleiche passiert mit einem Koala. Und zwar in Australien. In Australien. Eine Familie kommt nach Hause, der Baum ist schon geschmückt im Wohnzimmer. Die Tür geht auf, der Hund nimmt sofort die Fährte auf ins Wohnzimmer, die Tochter hinterher. Und was sitzt im Baum? Ein Koala. Ich dachte, die sitzen in Eukalyptusbäumen, nicht in Tannen oder so. Ja, ja, korrekt. Der saß wohl auch oder hing da laut Tochter irgendwie ein bisschen verfangen in der Lichterkette und knabberte an den, das ist ja auch noch ein künstlicher Weihnachtsbaum gewesen, knabberte an den Plastikblättern rum, die er dann aber irgendwie dann doch Gott sei Dank nicht gegessen hat.
Aber der ist wohl von draußen reingekommen. Die haben da wohl nicht richtig die Türen oder Fenster zugehabt, was weiß ich. Und der ist dann nachträglich, weil dieser künstliche Baum wird bekanntlich nicht im Wald geschlagen, ist dann nachträglich in die Bude rein und hat sich in den Baum reingehangen. Fand das da nett. Da gibt es auch ein Video von im Netz, was dann viral ging. Und der wurde dann von den Tierrettern, da gibt es ja so Koala-Tierretter auch extra in Australien, die wurden dann gerufen, da wurde dann aus dem Baum noch rausgeholt und wieder in die Freiheit entlassen. Na, ein Glück. Aber das, also insofern, guckt in die Bäume. Ich sag's euch, guckt in eure Weihnachtsbäume, wer da drin noch drin hockt. Ja, ja. Das stimmt wohl. Der Prollo hat eben China gesagt, da wollte ich eigentlich schon einsteigen, aber wir sehen uns jetzt hier nicht und können uns nicht zuzwinkern, weil ich habe eine kleine Geschichte bei Yahoo News oder Yahoo Nachrichten gefunden. Ich google ja immer das Wort kurios und das ist jetzt meine Kuriosität der Woche sozusagen. Kurios, in China brennt das Leitungswasser. Das finde ich auch richtig geil und das kann wahrscheinlich auch nirgendwo anders passieren als in China. Und weil wir ja auch immer gerne Videos verbalisieren, gibt es auch ein YouTube-Video dazu, nämlich die Zeitung, die dazu berichtet. Die haben wir hier schon häufiger erwähnt, by the way. People's Daily, chinesische, große chinesische Zeitung, die hat ein Video eingestellt aus der Stadt Panjin in der Provinz Liaoning, über das Phänomen berichtet, dass dort aus dem Hahn Wasser kommt, was brennt. Also das haben Leute auf diesem Video dann das Wasser angezündet und das brennt wirklich. Das können wir vielleicht noch einbetten oder so. Was ist da die Erklärung? Man kann es sich wahrscheinlich fast denken. Weiß es einer? Kann sich einer vorstellen, wie man Wasser zum Brennen bringt? Kirschwasser. Alkohol. Ja, geht fast in die richtige Richtung, aber... Methan. Ja, das ist richtig. Also Methan, ich weiß nicht, ob es Methan, aber es ist Gas. Tatsächlich Gas. Entzündliches Gas ist da irgendwie ins Trinkwasser gekommen und dann auch flott durch die Hähne, ne? Schadet ja nichts. Und irgendeiner hat dann den Geruch bemerkt und mal einfach Feuerzeug dran gehalten. Wie sowas dann zustande kommt, würde ich auch immer gerne mal wissen, aber... Ich meine, das gibt es aber in den USA auch verschiedentlich. Also gerade in diesen Fracking-Gebieten, dass den Leuten plötzlich hier Grund und Boden da durch die Leitung kommt und dann... ich will jetzt deine Rechercheleistung nicht schmälern, ja, aber da könnte man mal nachhaken, wo das eigentlich überhaupt noch so vorkommt. Ja, ob das mit Fracking, das kann sein, dass das Fracking, hier ist wohl die Erklärung, dass in dieser Provinz, die ich jetzt nicht nochmal falsch aussprechen möchte, zahlreiche Erdgasreserven vorhanden sind und die staatliche Ölfirma China National Petroleum Corporation, CNPC, dort vor einem Jahr angefangen hat, einen Gasspeicher zu bauen. Und irgendwie muss vielleicht aus diesem Gasspeicher was entwichen sein. Das ist zumindest die Theorie. Ins Trinkwasser, also ins Grundwasser vielleicht auch nur. Und dann einfach, also keine Ahnung, ja, wie das passieren kann. Das, also ich finde jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich meine, also die werden ja auch irgendein Leitungssystem haben. Und dann wäre es ja mal spannend, wie das... in das Leitungssystem reinkommt, also genau. Irgendwelche Gas- oder Lufteinschlüsse kommen ja sonst auch nicht ins Leitungssystem rein. Auf der anderen Seite wäre dann die spannende Frage, was kommt noch alles in der Leitung durch, was man nicht so offensichtlich riecht oder wo man Feuerzeug dran halten kann? Vielleicht sollte man sich die Frage besser nicht stellen oder in der Provinz eher auf, wie soll ich sagen, Wasser aus dem Supermarkt irgendwie umsteigen. Ja, wobei, da hast du dann die Plastikteilchen. Du musst dir vielleicht eine Osmosemaschine an den Wasserhahn hängen. Die ist zwar sehr teuer, aber dann kannst du das durch so ganz viele Filter durchlaufen lassen und hast dann super, super Wasser. Da müsstest du dann vielleicht noch so eine Art, wenn das Methan ist, so eine Art Pupsabscheider. Da wären wir beim Thema wieder. Ne? Ja. Sanitär Giuliani. Ja. Ja, jetzt stell dir mal vor, es hätte eine Explosion gegeben bei der Anhörung in Michigan, weil da gerade irgendwie jemand seine Zigarette ein bisschen tiefer gehalten hat. Nee, da kann ich dich beruhigen, der hat nicht mehr alle Kerzen am Leuchter, da explodiert nichts. Weil ich jetzt auch fasziniert finde, dass da jemand, der den Gasgeruch hat und aus der Leitung kommt, dass die erste Idee, die er hat, ist, ein Feuerzeug dran zu halten. Ich weiß nicht, ob das eine richtig schlaue Idee ist. Das sind dieselben Leute, die an der Tankstelle mit dem Feuerzeug gucken, ob schon voll ist. Ja. Quelle Internet. Mit dem Lötkolben das Eis auch weg.
In der China Daily wird jetzt hier auch nicht berichtet, oder People's Daily, wie viele Raucher vorher krepiert sind, die ein Glas Wasser getrunken haben, sich danach erstmal eine Fluppe angemacht haben, bis dann einer auf die Idee kam, den Wasserhahn anzuzünden oder das Wasser, was da rauskommt. Aber ich fand es irgendwie ganz. Da kann so ein romantisches Bad bei Kerzenschein auch ganz anders enden. Aber, das ist in der Tat, wenn die richtige Frage, die du stellst, wie viele Tote es dabei gegeben hat, das ist dann vielleicht auch China, dass wir das nicht erfahren. Ja, nee, haben alles unter Kontrolle. Ja. Genau. Wo wir gerade schon bei China sind, in Asien ist ja auch Japan, also quasi direkt gegenüber. Und ich wollte euch heute mal langwierig mit dem Begriff Wakarezaseya vertraut machen. Was hatte du da? Na, ich habe mal wieder, also ich habe Internet gelesen und da kam mir tatsächlich ein Artikel vor die Augen, der sich damit befasst, mit dem Beruf oder der Berufsbezeichnung des Wakarezaseya, des Auftrenners sozusagen. Klingt jetzt weniger makaber, aber ist schon merkwürdig. Es gibt nämlich Dienstleister in Japan, die darauf spezialisiert sind, Beziehungen zu beenden oder auch Ehen. Ach, habe ich schon mal gehört. Siehste, das wundert gar nicht, weil das war, ich dachte, oh, da habe ich ja den neuesten heißen Scheiß hier ergoogelt. Nein, das ist gar nicht so. Das Thema geht irgendwie mittlerweile auch durch Wikipedia und ist auch 20 Jahre alt letztendlich. Also diese Geschichte gibt es schon länger. Der Japaner gilt ja, wie ich im Internet lesen musste, als eher so konfliktscheu. Ja, also direkte Konfrontation wird halt ungern gesehen. Deswegen kann man die Alte halt nicht einfach vor die Tür setzen, wenn die fremd geht, sondern... Oh, Scheiße! Ich bin gerade dabei, sorry für alle Hörer, mein Spezialgetränk für euch in Gläser zu füllen, habe ich mir gerade übers Knie geschüttet. Also es gibt jetzt ein bisschen weniger. Traurig. Entsetzlich. Ja, also wie war das jetzt mit dem Japaner? Na, der Japaner. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, so 270 ungefähr von diesen Agenturen, die darauf spezialisiert sind, so ehebrechenden Typen oder Damen hinterher zu jagen. Und das ist gar nicht so banal, wie es klingt. Ja, also erstens hängt das unter anderem auch damit zusammen, dass in Japan halt Beweise für Fremdgehen oder was weiß ich, für Scheidungen Voraussetzungen sind und vielleicht nicht jeder Ehepartner da auch freiwillig geht. Und vor dem Hintergrund oder dass man vielleicht auch einfach den Ehepartner nicht verlieren möchte, sondern einfach nur diese Fremdbeziehung aufbrechen möchte, gibt es halt den Dienstleister. Und das ist so ein bisschen, geht so in Richtung Privatdetektiv. Die Grenze ist auch fließend. Und das Ganze ist so ein bisschen hochgepoppt in den Medien, auch im Jahr 2010, als einer dieser Dienstleister, der hieß Takeshi Kuwabara, wurde nämlich wegen Mordes angeklagt von seiner Liebhaberin Rie Isohata. Und der war nämlich auch so ein, Wakarezaseya. Und hatte sich dann aber ungünstigerweise in die Frau, die er irgendwem anders ausspannen sollte, verliebt. Und die beiden wurden dann auch ein Liebespaar. Und als sie das aber mitgekriegt hat, dass er letztendlich nur so ein beruflicher Ausspanner ist, wollte sie sich von ihm trennen. Und das hat sie halt leider das Leben gekostet mittels eines Stücks Schnur, wie hier steht. Ja gut, so kann es gehen. Ganz banal. Ja, der wusste, wie es geht. Da war das Thema also in der Welt. Und ich will euch das mal erklären, weil es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie irgendeinem Typen irgendeine Frau vorsetzt, die vielleicht dann praktischerweise blond ist und gut aussieht. Das geht sicherlich auch, aber das ist noch viel, kann auch viel komplizierter werden. Ich habe hier ist ein Fall geschildert, der so idealtypisch ist. Auftraggeber A glaubt nämlich oder weiß, dass sein Auftraggeberin A weiß, dass ihr Partner eine Affäre hat und beauftragt dann die Wakarezaseya-Agentur C, da Nachforschungen anzustellen. Und dann, jetzt pass auf, dann wird nämlich der männliche Kontakt D auf den fremdgehenden Partner losgejagt, um da Nachforschungen anzustellen. Was ist denn das für eine Troller, mit der er da rummacht und dem so ein bisschen hinterher? Kann man sich vielleicht mal im Fitnessstudio zufällig treffen, kommt ins Gespräch und so geht das dann. Dann gibt es noch, jetzt muss ich mal selber, meine Notizen sind ein bisschen scheiße hier. Dann kommt noch nämlich die Freundin E ins Spiel.
die ja dann, ach scheiße, jetzt habe ich den verdammten Faden verloren, Mann. WF, Faden WF. War das nicht das, also mit dem die eine Fall, da knetet wurde? Nee, der Partner, also die Freundin vom Partner, die ja losgeworden werden soll, auf die wird dann ein ebenfalls weiblicher, eine Agentin angesetzt, die vielleicht mal mit Essen, ja, oder geht irgendwie mit E essen. Und beim Essen ist dann zufällig auch G dabei, nämlich ein männlicher wiederum Agent, der sich dann aufgrund der umfangreichen Nachforschung, die ja diese ganzen Agenten schon angestellt hatten, so als Seelenverwandter entpuppt, ja, und so dass dann die Freundin des hintergehenden Partners E, nämlich mit dem Typen G, abhaut und den Partner B verlässt. Sodass der Partner sozusagen, dem Partner wurde die zweite Freundin ausgespannt. Und damit endet dann die Geschichte so langsam. Also, richtig also, aufwendig. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Die Zweitfreundin, also die Affäre wird ausgespannt. Richtig, das ist doch super elegant, oder? Ich wollte es euch gerne nur herleiten. Ich hab zwischendurch total in dem Personengewirr den Faden verloren. Ja, ich hab doch extra Ergebnis mit Buchstaben. Buchstabensuppe. Ja, extra mit Buchstaben, ja, du bist gut. Ich habe ja schon hier gegenüber dem Artikel, den ich hier von der BBC habe, habe ich ja schon arbeiten, da heißen die nämlich nicht ABC und so weiter, sondern Aya, Bungo, Chikahide und Daisuke. Ja, und kann man sich viel besser merken. Hier, pass auf. Du bist doch ein Fan von Astra. Ja. Und damit das mal hier in Schwung kommt, habe ich heute, das liegt lange bei mir schon im Kühlschrank, also bestimmt 2 Monate. Astra, kannst du ja mal vorlesen, hier die 1-Liter-Dose. Genau, Astra Rakete Gigant. Mhm. Da sind alle wesentlichen Begriffe drauf. Ja. 5,9%. Ach du Schande. Und was ist drin? Aromatisiert mit Zitronenwodka, also so ein bisschen noch verfeinert quasi. Ja, weil wir doch hier eklige Sachen auch trinken wollten. Oh, da ist sie. Ach du meine Güte. Die Rakete. Ein bisschen Elefantenzäpfchen. Also lasst es euch schmecken. Bei mir schon gar kein Schaum mehr oben. Ja, bei mir ist auch kein Schaum mehr drauf. Das sieht aus wie so wirklich so 3 Uhr nachts in der Kneipe. Das Kölsch steht schon seit einer Stunde auf der Theke. Lecker. Oh. Schmeckt aber wie, woran erinnert mich das? Schmeckt seltsam süß. Ja, aber so, das schmeckt wie Radler. So ein bisschen. Nur mit einem bitteren Nachgeschmack. Radler mit ein bisschen mehr Zorn. Aber die Dose sieht ja wohl mal voll geil aus. Ja. Hier so rot-weißes Schachmuster. Wie so also eine Rot-Silber eigentlich. Ja, genau, wie so eine Rakete von Tim und Struppi. Dann das Astra-Logo drauf und dann Rakete Gigant. Prollo, während wir uns das hier schmecken lassen, möchte ich trotzdem nochmal kurz nachhaken hier mit deinen Japanern. Sag mal, also das ist ein ziemliches Netzwerk. Kann sich das der normalsterbliche Japaner überhaupt leisten? Die Standard-Variante ist, glaube ich, etwas günstiger, aber das kann schon richtig teuer werden, gerade wenn da Prominente ins Spiel kommen. Ja, also so. Du bezahlst ja irgendwie mindestens 5-6 Leute, die da wahrscheinlich tagelang auch unterwegs sind, um all diese Kontakte aufzubauen. Ja, in dem Beispiel war jetzt genannt, dass das durchaus mal 4 Monate dauern kann. Ja, aber die ich habe jetzt hier die Preisliste, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber nachgeschaut, hier ist von irgendwie bis zu 145.000 Pfund die Rede. Ja. Also 20 Millionen Yen. Und deshalb, da kann ich vielleicht was beitragen, das Sparpaket bei dem Dienstleister ist, dass du für 10.000 Yen einfach den Steve Bannon beauftragst, eine Köpfung auszurufen. Richtig. Ja, das ist mit inbegriffen. Aber du wirst lachen, die ähnliche Services beinhalten auch falsche Familienmitglieder zu mieten. Ja, wenn man irgendwie, weiß du nicht, Scheiße. Das ist ja jetzt für Weihnachten vielleicht wieder und das alles bloß, weil die Japaner Leute, die, sind. Weiß ich nicht, oder vielleicht Beziehungen auch zu retten. Oder, finde ich ein super Klassiker, Kinder von einem als ungünstig angesehenen Freund oder Freundin zu befreien. Ja, dann wird einfach der unerwünschte Schwiegersohn in Spee ausgespannt. Ja, vielleicht auch mal eine Idee für die Trumps. Ja, hätte man das früher gemacht, hätte man jetzt die ganzen Nasen nicht da sitzen gehabt. Ja. Ja, aber teuer, doch, sehr aber, teuer. Aber ist doch total geil, weil der Partner sich nicht traut, seine Frau zu stellen oder Freundin,
wird ein Geflecht aufgebaut, in dem irgendwie 5 bis 10 Personen mit falschen Freunden, vielleicht falschen Familienmitgliedern, alle irgendwie dann dafür sorgen, dass die Affäre irgendwie von jemand anderem mitgenommen wird. Man fragt sich dann auch, wie das mit der Affäre dann weitergeht. Aber ist doch schon elegant. Also ich sag mal, wenn dein Partner jetzt Kohle hat, also Zaster, Bares, Cash, ja, dann willst du den vielleicht auch einfach behalten, ja? Und dann ist es doch, liegt es doch auf der Hand, dass man ihm einfach die Affäre ausspannt. Er kommt wieder zu Mutti an den Ofen zurück. Das ist ja, also das ist aber gar nicht die gesagt. Hat. Das ist ja nicht gesagt. Ja, aber das, so funktioniert das Prinzip. Da bin ich jetzt, ist der Artikel auch zu Ende. Das macht ja aber auch. Ob das Sinn ergibt, ist ja eine andere Frage. Ja, aber ein Punkt ist halt, der steht ja auch tatsächlich drin, wenn du irgendwie Beweise brauchst, um eine Ehe, ich sag mal, in einer für dich günstigen Konstellation zu scheiden, ja, dann ist es natürlich sinnvoll, irgendwie solche Beweise auch zu besorgen. Ja, das, also die Grenze des Legalen ist dann halt auch so ein Punkt. Aber generell weiß ich nicht, was da so für Intentionen hinterstecken. Und vielleicht, also gerade wenn es da um Prominenz geht, vielleicht will man halt auch nicht in der neuen Post oder in der bunten landen mit, weiß ich nicht, Ben Cartwright hat schon wieder eine neue oder hat sie mit dem Schluss gemacht oder was weiß ich. Da muss man vielleicht gucken. Das gibt es natürlich, also so ist das jetzt ja nicht, also das gibt es ja auch woanders, wahrscheinlich auch weltweit, so diese Grundthematik, Leute auf irgendwen anzusetzen. Mhm. Ja, ich, also selbst Borat hat es ja irgendwie geschafft. Wie war denn die Geschichte mit dem Hotelzimmer? Das ist jetzt eine Hausaufgabe an die Hörer, ja, irgendwie. Wer war der Typ, der damit, der sich an der Hose rumfummelte? Und dann wovon redest Borat, du? Ich bin da jetzt unvorbereitet, weil ich im ersten oder im zweiten? Im zweiten. Da hat er irgendwie hat er doch eine Dame auf irgendwen angesetzt, der sich dann auf dem Bett liegend am im Reißverschluss rumfummelte. Hinterher sagte er, hätte sich nur das Hemd richten wollen. Und dann stand Borat in der Tür und meinte, das ist viel zu jung für sie. weiß ich nicht. Habe ich noch nicht geguckt, habe ich aber vor. Wir gucken sowas zu Hause nicht. Meine Frau steht nicht so auf den Humor. Donald Trump fand den zweiten Teil nicht gut, hat er gesagt. Das wundert mich. Spricht für den Film. Ja. Aber schön, dass er in seiner stressigen Restamtszeit noch Zeit gefunden hat, das zu gucken. Ja. Ja, also neben Twitter und seinen zahlreichen Verpflichtungen auf dem Golfplatz. Ich wollte sagen, es lief am Golfplatz wahrscheinlich. Ja. Aber das Zeug ist süffig. Leicht fies, aber... Ja, ich muss dich aber warnen, da steht dick und fett drauf, don't drink and fly. Also nicht mehr die Rakete nach Hause nehmen danach. Nee, also ich werde den Rest dieser Rakete jetzt auch hier stehen lassen, auf dem Armaturenbrett. Wie träumt ihr eigentlich momentan? Habt ihr das Gefühl, ihr träumt mehr, weniger, besser, schlechter? Mittel. Mit Maske. Mittel, würde ich auch sagen. Was heißt Mittel? Also Mittel was? Mittelstrahl? Könnt besser sein. Ich könnte aber jetzt auch nicht behaupten, dass mir Corona Albträume bereitet. Aber habt ihr das Gefühl, ihr träumt mehr oder intensiver oder anders? Nein. Nö. Nö. Boah, sind so entspannte Typen. Also offensichtlich, wenn man jetzt hier zumindest dem Bayerischen Rundfunk glauben darf, träumen wir alle in der Corona-Zeit mehr und verrückter und auch sorgenvoller vielleicht teilweise. Und das liegt wohl daran, dass unser Unterbewusstsein einfach mehr Zeit hat, über bestimmte Dinge nachzudenken. Also wir sind irgendwo entschleunigt, zwangsläufig. Und dadurch kann sich unser Unterbewusstsein laut diesem Forscherteam aus London, die das jetzt hier ermittelt haben, hat das Unterbewusstsein mehr Zeit, die Reize in einem Traum irgendwie zu verarbeiten. Und wir haben vor allem mehr Zeit, uns daran zu erinnern. Ich glaube, das ist vor allem, dass wir halt einfach mehr Erinnerung am nächsten Morgen haben. Das scheinen aber kinderlose Forscher zu sein. Also ich habe für gar nichts mehr Zeit. Ja. Genau. Ja, aber dieses Forscherteam aus London geht jedenfalls davon aus, dass wir durch die soziale Isolation und unseren mittlerweile vielleicht monotonen Alltag auch einfach weniger Sinneswahrnehmung haben.
Also neue Eindrücke und so weiter. Das, denke ich, kann man, also ich kann das jedenfalls bestätigen. Und je weniger Reize wir im Traum verarbeiten müssen, desto mehr Raum hat das Unterbewusstsein, um seine eigenen diffusen Gedanken zu entwickeln und auch Ängsten, Sorgen und so weiter Raum zu geben und vielleicht auch verrückten Geschichten. Also ich hab letztens geträumt, dass ich an meinem Handy surfe und das fand ich mal unangenehm und das könnte tatsächlich eine Folge von Corona sein, weil ich leider mehr Zeit habe, auf dieses scheiß Ding zu gucken und im Traum das Gefühl zu haben, man guckt auf so ein Handy, das ist irgendwie anstrengend. Das war nicht angenehm. Also das kann ich insofern bestätigen und das war auch das, was ich mir jetzt hier so gedanklich zu diesem Artikel notiert habe. Ich träume tatsächlich, wenn ich mich daran erinnere, ganz oft Dinge, die ich entweder tatsächlich in meiner Isolation, wie es da so schön heißt, in meiner monotonen Zwangsgefangenschaft erlebe. Also ganz soll heißen, alltäglichen Scheiß verarbeite ich irgendwie in Träumen, wie also ich gehe zum Kühlschrank oder keine Ahnung, mache mir ein Bier auf. Und ich träume, ich baue halt Sachen ein, die man irgendwie so bei Netflix oder sowas da irgendwie guckt. Also ich träume mich in irgendwelche Filme und Serien rein, die ich gerade gucke. Ja, ja, genau. Und insofern, ja, kann ich das teilweise bestätigen, aber ich träume ehrlich gesagt nicht sorgenvoller. Ich habe jetzt nicht größere Ängste oder Panikträume, wie als das vorher der Fall war. Ja, das würde ich auch nicht sagen. Tja. Aber das geht halt vielen, zumindest von Londoner Forschern befragten Menschen anders. Es ist auch nur auf der Insel so, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen. Hier sind so ein paar Beispiele. Weil wenn das nicht so wäre, dann hätten ja die Querdenker recht, weil woher wissen die Londoner Forscher, was ich träume? Ja. Dann habe ich doch einen Chip irgendwie. Stimmt. Scheiße. Ja, scheiße, Mensch. Kannst du den rausschneiden, den Beitrag? Dann doch besser Methan im Wasser als ein Chip. Ja. Hier wird eine Freundin namens Johanna, also die Autorin oder der Autor, ich glaube, das ist eine Autorin, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, berichtet von der Freundin Johanna, die gestern geträumt habe, dass der Wettermann von der Tagesschau vom Verfassungsschutz gesucht wurde. Der hat sich dann bei uns daheim eingenistet und wir mussten den decken. Und das also solche Träume, so ungefähr, das ist ein sehr schönes Beispiel für Träume, die ich auch so ungefähr habe, ne? Wo du dann irgendwie die Fernsehrealität mit deinem eigenen vier Wänden da irgendwo verschmilzt. Unsere Autorin, genau, ist eine Frau. Ja, oder stell dir vor, du demonstrierst ganz friedlich und plötzlich merkst du, die Demo ist ja voller Nazis. Ja, ich meine, Jana aus Kassel hat auch anscheinend geträumt, dass sie Sophie Scholl ist. Ja, genau. Also. Ja, normalerweise hat man irgendwie so viel um Ohren, da bleibt bei mir gar nicht so viel Zeit zum Träumen. Und wenn, dann träume ich irgendwie viel spektakulärer. Also meine Träume sind auch alltäglicher oder haben mehr Alltagssituationen drin. Also so Frau auf Elefant mit Bier. Ja, gut. Ich wollte es jetzt nicht überstrapazieren, aber ihr kennt mich halt einfach. Auf so einem Baby-Elefanten. So statt diese Tiger gibt es gar nicht mehr, die man so die Bettvorleger, ne? So wo der Kopf noch dran ist, so bei Dinner for One, ja. Und das gibt es auch bestimmt auch als Elefant. Guck doch mal im Darknet, ob du dir da nicht schön was für zu Hause holst, so ein Elefant. Elefantenvorleger. Ich möchte mal den Beef hier ein bisschen anstacheln, weil ich finde, wir sind total brav und vernünftig heute und irgendwie so alles ist so, so ein bisschen Pupsen am Anfang, aber ansonsten so sehr, sehr vernünftig. Seriös meinst du? Seriös, ja. Und das müssen wir ändern und ich hoffe, dass unser Neuzugang hier vielleicht auch mal so richtig einen unter der Gürtellinie raushauen kann. Also richtig nicht, aber ich habe was, was zumindest mal in deine erhoffte Richtung geht irgendwie. Ein Artikel, der ist dann überschrieben, ist aus der Süddeutschen übrigens, um es mal vorwegzuschicken, der Gründenpenis ist abgesägt. Und dazu muss man jetzt sagen, dass der Gründenpenis, also der Gründen ist ein Berg. Ich habe jetzt die genaue Definition, aber ich glaube, es ist ein Berg, also es ist 1700 Meter hoch, also es ist mehr als ein Hügel und steht im Allgäu und da haben vor Jahren irgendwer, es ist tatsächlich nicht bekannt, wer das gemacht hat, einen Riesenpenis aus Holz aufgestellt, also Riesen, ich sag mal 2 bis 3 Meter, gut, bei deinen Elefanten weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten, genau, schon groß und der da, also ich meine,
wenn man jetzt sowas dahinstellt, auch in die Landschaft, in die freie Landschaft und keiner weiß so richtig, warum und wieso und weshalb, da kann man sich ja schon an so einem Riesenpenis stoßen irgendwie. Das kann einem irgendwie missfallen, das muss nicht unbedingt gut sein, aber... Kann aber auch gut sein. Ja. Hat er stoßen gesagt? Hat er. Da kann, aber, das ist doch kein Zufall. Ja, die spannende Frage ist halt irgendwie, also er ist jetzt tatsächlich abgesägt worden von auch wieder Unbekannten. Das ist am 30. November war das in der Süddeutschen und, aber sehr schön, am 3. Dezember ein neuer Holzpenis im Allgäu steht. Also er ist tatsächlich auch von wieder Unbekannten wieder aufgerichtet worden. Das quasi, das heißt, ist wieder direkt wieder aufgebaut worden, weil es inzwischen auch unter so, also unter Google oder Google Maps, und dann stimmt's ja, ist das schon als Kulturdenkmal ausgewiesen. Also das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Was ich hier so ein bisschen auch wieder die Frage, also ich meine, kann man sich ja wirklich, ich erspare mir jetzt das Wortspiel mit dem Stoßen nochmal, aber man muss es ja wirklich nicht gut finden, aber wenn jetzt Unbekannte sowas da hinstellen und dann mögen möglicherweise manche sagen, das ist jetzt aber irgendwie doof, das brauche ich jetzt auch nicht ständig da noch vor Auren irgendwie, und auf der anderen Seite die schöne Landschaft, ich weiß nicht, wie ist da bei euch so die Einstellung zu? Und andere wiederum es absägen. Also es ist ja alles immer von Unbekannten gemacht. Also es war jetzt kein Kunstwerk von irgendeinem Künstler, der das da offiziell aufgestellt hat oder so, sondern tatsächlich Unbekannte haben es A, aufgebaut zum ersten Mal, B, zum zweiten Mal dann abgesägt und dann wieder aufgebaut. Und also quasi Viagra sei Dank auch gestützt jetzt. Die neue Version ist tatsächlich nochmal mit straffer Stützen auch aufgebaut. Dicker und größer? Das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich nochmal die Fotos googeln. Das ist auch härteres Holz eigentlich. Das, genau, das wäre jetzt die Frage. Hartholz. Aus was für einem Holz ist der gemacht? Aus was für einem Holz geschnitzt? Ja, also wie gesagt, das bitte ich einfach mal in die Diskussion zu geben. Weißt du, wie ihr dazu steht? Den konnte ich mir nicht verkneifen. Tja. Tja. Ja. Ja, da steht er. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass der verschwindet. Und das ist ja so ein Riesending, errichtet sich ja auch nicht über Nacht, will ich mal sagen. Ja, tatsächlich ist er über Nacht aufgestellt worden. Ja, also offensichtlich, aber das scheint ja, ich weiß nicht, wie der jetzt aussieht, ob der jetzt wirklich sehr detailgetreu da geschnitzt wurde, aber so 3-Meter-Penis zu schnitzen, würde ich jetzt nicht über Nacht hinkriegen. Gut. Ja, und das kannst ja zu Hause vorbereiten. Und dann ja, aber das muss ja dann schon von langer Hand vorbereitet sein, für den Fall, dass einer den Gründenpenis absägt, hat der Gründenpenis-Aufsteller direkt noch einen zweiten Gründenpenis in der Garage vorbereitet. Ja, aber war es denn ein neuer oder haben die ihn einfach nochmal festgetackert, so wie ich genagelt das hier oder auch was auch immer, genagelt, ja genau. Nein, es ist tatsächlich neu, also es ist wohl der neue, weil der alte ist auch weggeschafft worden. Ich frage mich gerade ein bisschen, wenn der so groß ist, ist der eigentlich aus einem Stück gemacht? Gute Frage, steht nicht im Artikel, kann ich nicht beantworten. Ich versuche es zu recherchieren für einen der folgenden Podcasts. Da muss ja dann ein ganzer Baum für sterben, also und zwar kleiner, umfangreich. Richtig. Ja, dick. Der Umfang ist ja auch wichtig. Dick, ja. Und hart. Also wie gesagt, also ich war jetzt hier beauftragt worden von Ben, das Niveau ein bisschen zu senken. Du kannst das nochmal rausfinden, mit dem, ob das jetzt Hartholz war und ob das aus einem Stück ist und so. Also aus einem Stück ist es wohl, ja. Der neue jetzt ist auch aus einem Stück, aber wie gesagt mit Stützen. Stützen. Vielleicht schon was älter. Ja, oder soll älter werden. Ja. Aber in dem Zusammenhang, in dem Kontext, also ich wollte das jetzt heute eigentlich gar nicht reinbringen. Aber jetzt, weil es so gut passt, habt ihr denn das mit dem... Komm, steck's rein. Ich steck's jetzt mal in die Runde. Habt ihr mitgekriegt mit den Monolithen, die überall weltweit auftauchen? Mhm. Also der Prodo sagt hier, die anderen zwei... Ja, ich habe es durchaus gelesen auch, dass der an verschiedenen Stellen Monolithen... Ja, das Ganze ging los in der Wüste von Utah. Da stand plötzlich so ein Monolith, und kein Mensch weiß, wie lang der da schon stand, weil den haben irgendwelche vom Staat Utah, die da eigentlich Schafe zählen sollten oder sonst was, die haben den zufällig entdeckt. Also wirklich mitten in der Wüste, mitten in so Gesteinen rechts und links, das Ding... hätte so keiner ohne weiteres entdeckt. Die haben das dann veröffentlicht, aber ohne irgendwie die GPS-Daten dazu zu geben, weil sie gesagt haben, ne, wir wollen jetzt nicht, dass die Leute hier überall hinrennen. Das ist so ein dreieckig
so drei, über drei, ich glaube 3,5 Meter hoch, mit 3 Kanten, silbern, irgendwie aus irgendeinem Stahl. Und man dachte, ist das hier vielleicht von Aliens auf die Erde geschmissen worden? Ist das überhaupt, was für ein Material ist das? Das Ding war auch richtig in den Boden gerammt, also es war fest da drin. Und dann ist es aber so gekommen, dass natürlich der große Fehler der Leute, ne, das Foto haben sie veröffentlicht, zwar ohne Daten, aber mit Hilfe von Google Earth und weiß das ich was, haben es dann doch irgendwelche Schlauen rausgefunden. 2-3 Tage später war das Ding weg. Und es gibt sogar ein Video dazu, das hat irgendjemand veröffentlicht, da haben da irgendwelche Leute das Ding abgebaut und weg war es. So, und das wäre jetzt das Ende der Geschichte, wenn nicht seither überall auf der Welt neue dieser Monolithen, die mehr oder weniger genauso aussehen, auftauchen in Kalifornien, in Rumänien. Jetzt auch in Deutschland, ich glaube auch in Großbritannien, weiß jetzt nicht, ob es Großbritannien war, auf jeden Fall habe ich ja noch irgendeinen Ort jetzt vergessen, wo diese Dinger auftauchen. Und sie tauchen immer auf und sind dann aber plötzlich, genauso plötzlich, wie sie aufgetaucht sind, wieder weg. Ist das und ein Wandermonolith? ein Wandermonolith. Ist derselbe genau, vielleicht. Oder Nachahmermonolithin. Ja, also ich habe mich schon gefragt, ob das hier der Karl-Heinz Ballermann, der hat ja mal berichtet über den Piotr Pawlenski, den russischen Aktionskünstler. Und er hat auch damals, der Karl-Heinz Ballermann, uns den Hinweis gegeben, dass der überall auf der Welt unterwegs ist. Und vielleicht ist der auch dafür verantwortlich. Was ist denn so die gemeine Definition von Monolith eigentlich? Die gemeine Definition? Was ist so ein Monolith? Teil was halt. Ist was? Was ist was, Monolith? Ein Einzelteilstück. Also letztendlich ist dieser Phallus ja auch ein Monolith. Das ist also es muss jetzt nichts Extraterrestrisches sein. Also es ist einfach nur ein Einzelstück. Das kennt halt noch der Fernsehzuschauer von 2001, ne? Spaß-Odyssee im Weltraum. Ja. Von Mel Brooks oder? Nee, fast. Stanley Kubrick. Ja, natürlich, da war ein kleiner Ach Scherz so. Von mir gewesen. Oho, ein fordernder Scherz. Ja, aber da standen ja auch die Dinger rum und die Affen haben sich drum einen, ja, da fing es an. Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, was es jetzt im Grunde eigentlich sollte, aber Aliens. Genau, Aliens, also, ja. Da habe ich, also ich habe das damals, ich habe den Film auch mehrmals sogar gesehen und ich glaube, also ich habe es so verstanden, dass durch diesen Monolithen, ich glaube Lithos ist das Stein irgendwie, also dann Mono, ein einzelner Stein, also ein durchgehendes Stück irgendwie, dass im Prinzip die Affen vorher, also die symbolisierten quasi die Entwicklung der Menschheit, die tat sich vorher nichts und dann kam dieser wohl von Außerirdischen gesetzte Monolith dazu und der hat dann die Affen tatsächlich dazu animiert, sich zu entwickeln, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, sie haben einfach dann Werkzeuge erfunden, sie haben dann irgendwie sich dann auch am Kriege geführt, haben sich gegenseitig abgestochen, also das komplette Programm, was die Menschheit so ausmacht. Mhm. Und dann kam ja dieser berühmte Schnitt in diesem Film, also quasi, ich weiß gar nicht mehr, das heißt, glaube ich, Matchcut, aber das weiß ich mal ganz genau. Auf jeden Fall, wo quasi ein in die Luft fliegender Knochen eines getöteten Gegners quasi sich in ein ähnlich geformtes Raumschiff verwandelte. Und das dann plötzlich in der Zukunft verortet war, dieser Film. Also die Entwicklung der Menschheit wurde so in den ersten 10 Minuten damals zusammengefasst. So habe ich es verstanden. Ja, und dann haben die doch auf dem Mond nochmal so einen Monolithen ausgegraben und dann ging es in die nächste. Und dann ging es auf die nächste Etappe quasi. Ja. Und und das ist ja das Spannende irgendwie und ich habe das auch gelesen, habe da verschiedene Artikel auch zu diesen Monolithen. Ich habe halt auch mich so ein bisschen gefragt, also ist es dann in Anführungsstrichen irgendein Aktionskünstler, der auf irgendwas aufmerksam machen will oder Witzbolde oder meine Sorge die Marketinggesellschaft? Ja, meine Sorge ist nämlich, dass es sich wieder um so eine Zahnpasta, Pfefferminzbonbon oder was weiß ich, Börsen. Die Special Edition von 2001 Geschichte irgendwie kommt. Handelt, ja, ja, ich möchte aber auf einen Monolithen, der Utah, den hatte ich jetzt genau beschrieben, weil der erste war, möchte doch nochmal genauer eingehen, weil da sind wir wieder bei unserem Freund Trump gleich. Also, nämlich der Monolith, der in Kalifornien aufgetaucht ist, der wurde relativ schnell von einer Gruppe von Männern, die hier bei NTV als rechtsradikal bezeichnet werden, zerstört. Da gab es wohl einen Livestream von. Da hat wohl die Welt zunächst drüber berichtet. Und die Typen sind dahin, ja, also Livestream, also das ist wohl gesichert, sind dahin, haben, also einer auch mit Trump-Kappe, America First,
haben geschrien America first und Christ is King, haben den Monolithen umgestoßen und durch ein Holzkreuz ersetzt. Des Weiteren haben sie den Monolithen als schwul beschimpft und haben gesagt, dass Christus in diesem Land der König sei. Und jetzt, pass auf, noch ein Zitat. Pass auf jetzt. Wir wollen keine illegalen Aliens aus Mexiko oder dem Weltall. Also lasst uns diese Schlampe niederreißen. War das vielleicht die Aktionskünstlergruppe? Aus Mexiko oder dem Weltall? Mel Brooks? Wie geil, das ist nicht die Mel Brooks-Version, ja. Also der das ist ja vielleicht so ein Mockumentary. Die lustigsten Situationen schreibt das Leben selbst. Das ist nicht zu glauben, oder? Ernsthaft? Aus Mexiko oder dem Weltall? So wird das dann keine auf jeden Fall schwul. Aliens aus Mexiko. Hast natürlich wieder die Frage, juristisch waren die das Aliens auch mit dem illegal? Aliens? Also legale Aliens. Ja, das okay, ist ja auch wieder illegal. So ein Wortspiel, weil Alien kann ja auch neben Alien auch Ausländer heißen. Also, ja, genau. Ah, sehr schön. Also bei 2001, sehr, sehr witzig. Bei 2001 Odyssee im Weltraum entwickeln sich die Affen nach, sozusagen nach vorne, nach oben, hier scheinbar rückwärts bei Anblick eines Monolithen. So kann es gehen. Man sollte die mal auf diesen Phallus hetzen. Mal gucken, was dann passiert. Dann hast du da so ein schönes Gipfelkreuz. Ein schwuler Baum. Der ist doch, der Penis ist doch schwul. Das sehe ich doch. Gut. Ja, Jungs. Wenn wir so ein bisschen in der Zeit bleiben wollen, müssen wir es für heute dran geben. Es sei denn, einer will mir jetzt hier noch unbedingt eine Geschichte reindrücken oder uns und unseren Hörern vor allem. Nee, ich bringe nächstes Mal bringe ich eine. Oh, ich habe auch noch Stoff für nächstes Mal. Oh, geil. Noch mehr Phallusse und Monolithen und überhaupt. Ja, machen wir einen Knopf dran. Ich wünsche euch frohe Weihnachtstage, unseren Hörern auch. Und würde sagen, wir sprechen uns dann in 2 Wochen spätestens wieder. Oder hören uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao.